Liebe Community, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum vierten Part des Fußballmanager 14 Let's Play mit dem VfL Wolfsburg. In der letzten Folge waren wir damit stehen geblieben, dass wir auf jeden Fall in der Jugendmannschaft die Spieler vorgestellt haben, die neu dazugekommen sind. Dann haben wir in der ersten Mannschaft die Taktik eingestellt, das erste Spiel gegen Wormatia Worms bestritten. Leider ging dieses Spiel unentschieden aus. Nach einem doofen Wechsel von mir, als ich den Torwart eingewechselt hatte. Naja, das kann passieren. Darf halt nicht so oft vorkommen. Hier sagt man mal Diego noch, mehr Verantwortung übernehmen. Möchte er nicht. Und Naldo, können wir das auch mal sagen. Er nimmt sich die Worte sehr zu Herzen. Deswegen gehen wir hier dann gleich mal weiter. Und ich hoffe mal, dass es ein bisschen besser wird. Hier sehen wir, in 26 Tagen ist unsere Jahreshauptversammlung. Und hier kommen wir zum ersten Wochenwechsel und sehen hier erste Transfers. Wie zum Beispiel der Wechsel von Chano hier von Nancy zu Lyon für 825.000. Bruno Zoccolini, der Bruder von Franco Zoccolini, der eben mal bei Hoffenheim, dann Genua gespielt hat, ist hier auf jeden Fall. Wechsel von Avellaneda zu Inter Mailand für 5,8 Millionen. Hier ist er. Mal gucken, wie er sich in Italien schlagen wird. Und hier eine Laie von Ziad Kolasinac von Schalke 04 zum 1. FC Köln für 550.000. Wechselt damit in die zweite Liga. Und hier Youssouf Msakni von Esperance Tunis zu Lekivir. Der anscheinend auch gar nicht mal so schlecht sein soll. Und hier ein paar Gurken. Hier, Chelsea hat Interesse an Matic. Garay vom Menu beobachtet. Pandev zu Tottenham. Zatzeres von Valencia beobachtet. Und wir haben den Vertrag mit Brandt verlängert bis 2019. Gehen wir in die nächste Woche. Und sehen hier, das Sportliche geht um 1 nach oben. Wunderbar. Immerhin etwas, und wir sehen hier, unsere drei Mitarbeiter sind gekommen und wir haben einen neuen Scout-Hinweis. Den gucken wir uns dann gleich mal an. Und wir sollten uns da von Eintracht Braunschweig den Cretinon angucken. Allerdings ist Braunschweig ein direkter Erzrivale. Ich weiß nicht, ob es sich gut machen wird, wenn wir ihn später vom Erzrivalen holen. Wo Siegenthaler ist als neuer Scout da, Hofrat als Marketingmanager und der zweite Scout aus Spanien. Die tun wir dann erstmal in ihre neuen Aufgaben einweisen. Hier sind schon ein paar Spieler beobachtet worden von der zweiten Liga. Die Bayern-Jugend sind gar nicht mal so schlechte dabei, die in der Regionalliga Bayern spielen. Jedenfalls geben wir dem einen Scout die ganzen Spielervorschläge aus dem Blickfeld, und der eine Scout kümmert sich um die Jugend. Wird man mal sagen, der Spanier kümmert sich um die Jugend. Und der Siegenthaler kümmert sich um die ganzen Spieler. Wie jetzt Ebisilio oder von mir den neuen reingestellten Juri Tielemans. Der auch ein wirklich guter Mann ist. Sehr jung und extremes Top-Talent, über Top-Talent hier verfügt. Mohamed Salah kommt hier auf jeden Fall nochmal mit rein. Ja, machen wir es so hier nach Pikantheit, dann können wir es schneller scouten. Da haben wir hier noch einen von der Jugend von Gladbach, Sinan Kurt. Dann Zanabria, ein wirklich gutes Talent vom FC Barcelona, der zweiten Mannschaft. Dann hier Oliver Torres. Eines der Top-Talente in Spanien schlechthin. Dann Viktor Fischer. Einer von euch vorgeschlagen. Dann Martial. Der auch wirklich gut ist. Und jetzt kümmert sich dann noch der zweite Scout hier dann noch um die restlichen Spieler. Sonst kann es ewig dauern. Wir wollen ja zum Ziel kommen. Und die Vorbereitung hier gut machen. Jedenfalls guckt sich der Scout auch Timo Werner nochmal an.
D'Alessandro kann sich das Scout auch nochmal angucken. Ocampos, den kennen wir ja als wirklich gutes Talent. Dann hier Rakowski, der Klubberer. Dann der Maximeier. Jesse wird auch nochmals gescoutet. Ihr könnt mir gerne noch weitere Spielervorschläge machen. Es sollen halt Spieler sein, die uns auch verstärken. Nicht einfach nur leihen, dann weiterverleihen oder kaufen, dann weiterverleihen. Soll ja schon einen gewissen Sinn dahinter haben. So, und wir haben ein neues Sponsoring hier, Ratio Farm. Wenn ihr wissen wollt, wo ich die ganzen Banden herkriege, sind auf den ganzen Fanforen zu finden, die ich unten bei mir in der Videobeschreibung verlinkt habe. Laufzeit senken, Anzahl erhöhen, Summe erhöhen, sofern es geht. 8 Banden, 3 Jahre, na gut. Kriegt man 222.000. Hier ist noch nichts, jedenfalls haben wir Sponsoren hier. Windows, Sportbild, Sky, Mediamarkt und Real. Sowie hier ARAG, die Sparkasse. Namensrechte, wir sind hier immer noch 10 Jahre an EA gebunden. Werben wir hier mal Sponsoren an. Gucken wir schon mal hier in den Kartenverkauf rein. Wir würden jetzt gerade pro ausverkauftes Stadion hier 600.000 kriegen. Dauerkartenrabatt, denke ich mal, 25%. Zum ersten Spiel sind wir hier volle Lotte mit 22.000 an Gesamtkapazität. Ich weiß nicht, ob das mit der Realität übereinstimmt, weil ich glaube, das sind 30.000, wenn ich mich nicht schätze, in Wolfsburg. Aber hier sind es mit 22.000 angegeben. Dann wird es wohl so sein. Aber wir sehen es hier, wir sind immer ausverkauft. Das Freundschaftsspiel, da kommen dann gegen Preußen Münster hier, ermäßigt dann knapp 10.000 Leute. Dann gucken wir mal, ob wir hier ein bisschen hochgehen können. Machen das dann noch? Also bis jetzt ist es immer ausverkauft, immer noch. So, jetzt verändert sich hier was bei der Ecke 3 bei Werder Bremen. Werder Bremen geht immer mehr runter. Okay, dann gehen wir hier auf 25. Versuchen es mal, wenn wir es jeweils um 1 Euro nach oben machen, was es für Auswirkungen hat. So, VIP kann man auf jeden Fall hochsetzen. Denke ich mal so 100 Euro. Hier gehen wir mal auf 25 hoch. Und sehen es dann gegen Augsburg, wenn man nicht ausverkauft. Gegen den Club. Gegen Freiburg. Gegen die Hertha, wenn man dann nicht mehr ausverkauft. Gegen Hoffenheim, wenn wir es ermäßigen. Bei Top würden erst recht noch weniger reinkommen. Naja, dann gucken wir mal. Wo wir Top-Zuschläge geben können. Da wird sich nicht lohnen. Gegen den HSV lohnt sich's nicht, gegen Dortmund lohnt es sich, gegen Bayern wahrscheinlich auch. Leverkusen vielleicht? Nee. Stuttgart auch nicht. HSV auch nicht. Braunschweig? Auch nicht. Frankfurt? Wäre ja auch schön gewesen. Und Gladbach hier vielleicht? Naja. Dann gehen wir halt hier wieder den Euro runter. Und dann wäre es wieder fast überall ausverkauft. Die zwei Top-Zuschläge. Gehen wir mal weiter. In der Vorbereitung hier zum nächsten Spiel gegen Holstein Kiel. Gegen die Mannschaft vom guten Van Bergen.
kommen da dann gleich zum Spiel. Sehen Sie, Mädchen, hier jetzt nur 12 von 20. Und hier das Testspiel, Wien 813er, Kiel 622 und es bewölkt. Haben noch drei News. Marius Saus, zweite Mannschaft, Ermüdungsbruch, 7 Wochen. Training von Hertha beobachtet. Kuh hat Trainingsziel erreicht. Es ging aber flott bei dir. Kann jetzt einen defensiven Mittelfeldspieler zu 100% übernehmen. Ich lasse ihn jetzt die ganzen Positionen trainieren, dass er einfach top flexibel hier ist. Dann gucken wir gleich mal in die zweite Mannschaft. Die schicken wir dann auch gleich ins Trainingslager. Hier Aufstellungsassistent, sagen wir System wie erste Mannschaft. Dann haben die eine Stärke von 622. Da werden wir dann auch nach und nach noch rangehen und das Ganze hier ein bisschen verändern. Jedenfalls schicken wir die jetzt auch ins Trainingslager und schicken sie mal... Mal gucken, wo können wir sie denn am besten hinschicken? St. Moritz, ja ganz klar. Nach Eggersheim. Nee, die schicken wir mal nach Österreich. An den Weichsee. Aber nicht für 28 Tage. Sondern für 14 Tage. Und dann gucken wir mal, ob es da auch schon das ein oder andere Freundschaftsspiel gibt gegen einen unterklassigen Verein zum Einschießen. Hier gegen den SV Pasching. Denk mal, es wird soweit passen. Und wir gucken dann wieder zu unseren Jungs. Und gucken mal, wie wir sie aufstellen. Arnold hier ist ein bisschen runtergegangen. Von dem erhoffe ich mir ziemlich viel. Guck mal kurz in die Taktik rein. Erhöhen hier ein wenig den Einsatz. Gehen hier, gucken mal, Marcel Schied, Marc Haider, Lindner, Tim Danneberg, Manuel Hartmann. Schon ein paar Spieler, die man kennt. So, tun wir auf jeden Fall die Stürmer hier ein bisschen abdecken. Dann würde ich mal sagen, gehen wir dann so ins Spiel. Lassen hier auf jeden Fall Dresch hinten anfangen. Und dafür rückt dann Medojevic dann rein. So spielen sie ja in der Realität auch. Nur dass Robin Knoche noch spielt, anstatt für Tim Klose. Aber ich glaube, wir lassen erstmal das Duo Klose-Naldo hier einspielen. Und ich denke mal, das passt hier soweit. So dass wir in das Spiel gegen Holstein Kiel hier reingehen. Gegen die Mannschaft von Bergi. Ebenfalls in der Sofortberechnung. Das sagen wir, wir werden nicht verlieren. Tim Klose hier gleich mit der gelben Karte, 1:0. Ivica Olic, jetzt Diego mit der gelben Karte. Lindner mit der gelben Karte für Kiel und wir führen hier mit 1:0 gegen Holstein Kiel. Loben hier mal Naldo trotz seiner Karte. Das war ja Klose mit der Karte. Ansonsten sind die Noten gar nicht mal so schlecht. Olic hier mit einer 2. Virinha kritisieren wir mal. Und komischerweise haben wir ja... Oh, Masseur muss ich noch holen am Mitarbeiter. Da müssen wir dann das Bürogebäude noch ausbauen. Das sagen wir hier. Und heute gibt es nur noch den Sieg für uns. Dann würde ich mal sagen... Darf Maximilian Arnold ran. Für Diego. Und für Tim Klose Robin Knoche. Um 2:0 Ivica Olic, Vorlage Maximilian Arnold. Und dann gucken wir mal, Kuh kann jetzt kommen für Medojevic, der gut reingekommen ist.
Was DOST hier für Olic? Schäfer kommt noch rein für Ricardo Rodriguez und Patrick Ox. 3:0 Luis Gustavo, Vorlage Perisic. So sieht es doch richtig gut aus. 4:0 zum Schluss noch 89. durch Virinha. Wunderbar, optimal hier. Wir gewinnen hier das zweite Spiel mit 4:0 gegen Holstein Kiel, so soll es auch sein. Bester Spieler Q nach Einwechslung mit der 1. Wunderbar auf der Seite von Kiel, Maximilian Riedmüller, der vom FC Bayern der zweiten Mannschaft kam. Dann gehen wir hier in den nächsten Tag. Scouting abgeschlossen von Greuther Fürth. Und hier immer noch die Erinnerung, 6 Wochen Caligiuri. Dortmund wurde gescoutet. Dann gucken wir doch nochmal in die Infrastruktur. Da können wir auch ein paar Sachen ausbauen. Bauen wir hier mal das Bürogebäude aus. Bauboom. Erweitern Sie Ihr Gebäude Ihres Vereinsgeländes. Und den Bauhof machen wir mal. Gehen hier dann noch vor zum nächsten Spiel. Gegen die SV Schalding-Heining, der Aufsteiger in der Regionalliga Bayern. Wir nähern uns dann mit näheren Schritten dann zur Richtung Mitte der Vorbereitung. Und kommen dann gleich hier zum Testspiel gegen SV Schalding-Heining. Herzlichen Glückwunsch, Sie haben der Kategorie Transfers geschafft, Talent Scout. Wärmen Sie einen Jugendspieler von einem anderen Verein ab. Damit hat es wunderbar schon mal geklappt, dass ich einen Jugendspieler geholt habe. Der Jugendspieler ist Luca Waldschmidt. Da ist er, akzeptiert angeboten, steht in der zweiten Mannschaft, 54er, 3,5 Sterne Talent von der Eintracht aus Frankfurt. Das sagen wir gleich mal herzlich willkommen. Geben ihm noch rasch Trainingsziele. Und sehen mal, seine Werte sind wirklich schon in Ordnung. Tun wir auf jeden Fall die, wo für ihn wichtig sind, auf jeden Fall mit rein. Und was ganz wichtig ist, das sage ich auch euch, die offline das Ganze zu Hause spielen. Dass man immer um 3 hier vorgeht, dann entwickeln sich die Spieler auch schneller. Dahoud bleibt bei seinem Verein, bei Gladbach, der in der Realität ja auch schon in dem Profikader so ein bisschen aufgerückt ist. Eilers überzeugt im Training, Scouting abgeschlossen zu Ebisilio auf Stufe 4. Scouting abgeschlossen von Samet Yesil, Stufe 9, 3,5 Sterne Talent, 19 Jahre. Der ist auch gar nicht mal so schlecht. Deswegen gucken wir mal in die zweite Mannschaft. Und gucken mal, dass unser Dings hier, Luca Waldschmidt, dann auch reinkommt in die Mannschaft. Und wir haben dann gleich das nächste Testspiel. Und da gucken wir jetzt einfach mal in die Mannschaft, wie es jetzt ist. Eigentlich kann man es sehr unverändert lassen. Und sehen Sie hier von der Form, gehen die hier wirklich ab durch die Decke hier mit Patrick Ox. Der dann auch spielen wird für Christian Tresch. Q spielt hier am Anfang an für Medojevic. Maximilian Arnold fängt an für den für Virinha. Bas Dost wird nicht spielen, da bleibt auf der Bank. Und ich würde mal sagen, so oder so ähnlich, machen wir es dann in der zweiten Folge weiter in den ganzen Testspielen. Gucken uns noch ein paar weitere Spiele an für mögliche Transfers. Geld ist ja immer noch vorhanden. Von daher mache ich für die Folge hier wieder einen kleinen Cut. Und wenn es euch Spaß gemacht hat, wie immer Daumen nach oben. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert mich und verpasst keine Folge. Und wie es weitergeht hier mit dem VfL Wolfsburg. Im nächsten Testspiel gegen die SV Schalding-Heining aus der Regionalliga Bayern seht ihr dann im nächsten Part. Ihr könnt mir gerne Spielervorschläge schicken. Ich werde dann drauf eingehen und wenn ihr die Folge hier seht, das wird am Donnerstag sein, werde ich
wahrscheinlich dann die ganzen Vorschläge vom Mittwoch dann für die Folge am Freitag an reinpassen. Also jedenfalls werdet ihr es dann auch sehen. Und in diesem Sinne,